Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt immer weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 444, so hoch wie noch nie. Längst werden zwei Maßnahmen diskutiert, die lange als Tabu galten. Eine Impfpflicht und ein erneuter genereller Lockdown. Und nun kommt auch noch eine neue Virusvariante hinzu, die die Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend einstuft. Omikron heißt sie und wurde als erstes in Südafrika nachgewiesen. Über die Lage in der Pandemie hat Aline Aboud in den ARD-Tagesthemen mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach gesprochen und ihn gefragt, ob die aktuellen Corona-Maßnahmen ausreichen, um über den Winter zu kommen. Das können wir noch nicht genau sagen, aber die ersten Auswertungen, die wir jetzt gesehen haben von den Kontaktdaten, weisen darauf hin, dass wir möglicherweise noch einmal nachsteuern müssen. Tatsächlich ist das Infektionsgeschehen aggressiver als gedacht. Aber die noch amtierende Bundeskanzlerin fordert ja fast täglich mehr Kontaktbeschränkungen. Der Hamburgs erste Bürgermeister hat einen flächendeckenden Lockdown heute nicht ausgeschlossen. Läuft es am Ende wieder auf einsame Weihnachten hinaus? Wir werden sehen, was jetzt zu tun ist. Auf jeden Fall haben die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, das ist die gute Nachricht, gewirkt. Wir sehen tatsächlich, dass die Kontakte etwas zurückgehen. Aber es ist noch nicht da, wo es sein müsste. Und es wird auf jeden Fall notwendig werden, dass wir nachschärfen. Davon gehe auch ich aus. Und denken Sie, also wenn Sie jetzt sagen nachschärfen, was würden Sie dann an dem jetzt gerade verabschiedeten Infektionsschutzgesetz noch mal nachbessern? Naja, es muss natürlich also diskutiert werden und es geht um Maßnahmen innerhalb des Infektionsschutzgesetzes und nicht um ein neues Gesetz. Das Gesetz lässt ja viel zu und wir haben das, was das Gesetz zulässt, noch lange nicht ausgereizt. Was insbesondere große Probleme macht, ist tatsächlich, dass die Kontrollen von 2G und 2G plus überhaupt nicht also angemessen stattfinden. Und wir haben nach wie vor zu viele große Veranstaltungen. Es sind aber gerade diese großen Veranstaltungen oder auch die vollen Lokale, die vollen Geschäfte, die uns die Probleme machen. Sie sind ja für eine Impfpflicht für alle. Sie können sich das vorstellen. Jetzt haben Sie mit Ihrem künftigen Koalitionspartner FDP ja eine Partei in der Runde, die sich mit Eingriffen in persönliche Freiheitsrechte eher schwer tut und sich bisher strikt dagegen stellt. Wie soll dieses Virus eingedämmt werden, wenn die FDP da in entscheidenden Punkten blockiert? Also ich habe selbst in den Verhandlungen jetzt auch über den Koalitionsvertrag die FDP als eine Partei kennengelernt, die vernünftigen Argumenten zugänglich ist. Darüber wird daher zu diskutieren sein. Ich bin ganz sicher, wenn die Argumente für eine Impfpflicht überwiegen, dann wird sich auch die FDP da bewegen. Wir sind da nicht dogmatisch, aber so ist auch die FDP nicht dogmatisch. Die Ampel wird auch dieses Problem lösen können. Jetzt ist in Südafrika eine möglicherweise gefährliche Mutation aufgetaucht. Wie groß ist Ihre Sorge, wenn diese Virusvariante jetzt in unsere vierte Welle reinschwappt? Also heute wurde ja schon ein Fall in Belgien gemeldet. Wenn das tatsächlich passieren würde, von allem, was wir über diese Mutation wissen, dann hätten wir ein riesiges Problem, denn es ist nichts schlimmer, als eine besonders gefährliche Variante in eine laufende Welle hineinzubekommen. Von dem, was wir bisher wissen, ist diese Variante gefährlich für die Geimpften wie für die Ungeimpften. Daher müssen wir mit Reisebegrenzungen hier arbeiten. Hier zählt wirklich jeder Tag, der gewonnen werden kann, bis diese Variante kommt. Aber reicht es denn, Reisebegrenzungen einzuführen? Ich meine, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, eine Virusvariante aufzuhalten oder vorzeitig einzudämmen? Die Boosterimpfung ist es. Also von allem, was wir bisher wissen, würden die Boosterimpfungen auch vor dieser Variante schützen, weil der Booster-Effekt so enorm stark ist. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass die Variante sich wirklich massiv durchsetzt, was wir derzeit nicht wissen, dann müsste ein neuer Impfstoff entwickelt werden. Der wäre dann in 3 Monaten auf dem Markt. Aber die Boosterimpfung würde wahrscheinlich den größten Teil also des Schutzes bieten. Und die Boosterimpfung also setzen wir ja derzeit um. Aber wäre es nicht jetzt dringend notwendig, dass die SPD in dieser Pandemielage endlich einen Gesundheitsminister oder Ministerin benennt, der vielleicht schon mit dem geschäftsführenden Minister Jens Spahn auch notwendige Maßnahmen abstimmt? Also wir sind ja im ständigen Austausch. Die SPD also wird das Ministerium nachher gut besetzen können. Es gibt dort eine Reihe von Menschen, die das gut machen könnten. Und Kontakte zum Bundesgesundheitsminister, der noch im Amt ist, sind ja also da. Ich habe heute noch zum Beispiel also mit Jens Spahn gesprochen. Wir arbeiten zusammen, das gilt auch für andere. Die Regierung und die Ampel arbeiten zusammen und die Arbeit wird geschafft. Also in dieser dramatischen Lage, haben Sie da überhaupt Interesse, das Amt des Gesundheitsministers zu übernehmen?
Also um mich ging es da ja gar nicht, sondern also das können ja auch andere Leute sein. Ich spekuliere nicht über meine eigene Person. Und ich bin ganz sicher, derjenige, der das Amt also übernimmt, der ist sich der Verpflichtung bewusst und wird es gut machen. Aber wie gesagt, die SPD, die das Amt ja dann füllen muss, also die hat dafür gute Kandidatinnen und Kandidaten. Aber Sie würden es schon ganz gern machen, oder? Ich kommentiere also meine eigenen Ambitionen diesbezüglich nicht. Das wäre nicht angemessen, weil es darf hier nicht um Personen gehen. Es muss wirklich um die Sache gehen. Das ist eine unfassbare Herausforderung in dieser Notlage. Und da ist es wichtig, in der Sache zu diskutieren und nicht an Personen. Weltweit löst die im südlichen Afrika erstmals aufgetretene Coronavirus-Variante Omikron Sorgen vor einer weiteren Zuspitzung der Pandemie aus. Mutationen sind spontane Veränderungen im Erbgut des Virus. Sie können es so verändern, dass es zum Beispiel ansteckender wird. Wie ansteckend die neue Variante B.1.1.529 tatsächlich ist und wie wirksam die Impfstoffe vor ihr schützen, wird derzeit geprüft. Klar ist, Mutationen des ursprünglichen Virus haben den Verlauf der Pandemie bislang immer wieder verändert. September 2020. In Großbritannien tritt erstmals die Alpha-Variante des SARS-CoV-2-Virus auf. Sie ist hoch ansteckend und kann zu schweren Krankheitsverläufen führen. Schon im Frühjahr 2021 dominiert sie das Pandemiegeschehen in ganz Europa. Im Mai 2020 taucht in Südafrika die sogenannte Beta-Variante auf. Innerhalb von wenigen Monaten wird auch sie gehäuft nachgewiesen. Im November 2020 meldet Brasilien die Gamma-Variante. Auch sie ist leicht übertragbar und die Impfstoffe schützen nicht so gut. Im Oktober 2020 wird in Indien erstmals die Delta-Variante nachgewiesen. Sie verdrängt alle anderen Varianten und dominiert aktuell das Geschehen in Europa und in vielen anderen Ländern. Jetzt meldet Südafrika eine neue Virusvariante, B.1.1.529. Sie besitzt allein im Spike-Protein, über das die Viren an menschliche Zellen andocken, mindestens 30 Mutationen, dreimal mehr als die Delta-Variante. Es ist daher möglich, dass diese Variante noch ansteckender ist als Delta und resistenter gegen die bisherigen Impfstoffe. Die WHO stuft B.1.1.529 als besorgniserregend ein. Die Corona-Lage hat sich zuletzt vor allem im Süden und Südosten Deutschlands so verschärft, dass einige Kliniken an ihre Belastungsgrenze gekommen sind. Deshalb werden auch Patienten in Krankenhäuser in anderen Bundesländern verlegt. Dabei hilft seit gestern die Luftwaffe. Andreas Herz hat eine der ersten Verlegungen begleitet. Chefarzt Gerhard von Drehden und sein Team sind unter Druck. Gleich soll eine Corona-Patientin aus der Klinik in Bobingen bei Augsburg verlegt werden, per Flugzeug nach Nordrhein-Westfalen. Wir sind im Moment auf unserer Intensivstation voll belegt mit beatmungspflichtigen Patienten. Uns gehen die Maschinen aus. Wenn dann noch weitere Patienten kommen würden, da wird die Überlebenschance der einzelnen Patienten wirklich niedriger. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Zwei Patienten wollte sein Team deshalb verlegen. Doch nur für eine ist Platz. Die Auswahl musste schnell getroffen werden. In diesem Fall sind die Angehörigen hier nicht vor Ort. Das heißt, sie konnten jetzt auch nicht selber persönlich Abschied nehmen. Eine Autostunde entfernt auf dem Flughafen in Memmingen. Im Anflug ein Airbus der Luftwaffe, eine fliegende Intensivstation. Insgesamt 6 Corona-Patienten sollen von Memmingen aus ausgeflogen werden. Dorthin, wo noch etwas Platz ist auf den Intensivstationen. In Bobingen wurde die Patientin inzwischen in diesen Krankenwagen gebracht. Ein eingespieltes Intensivteam bereitet alles vor. Obwohl es schnell gehen muss, dauert es viele Minuten. Das zeigt, wie aufwendig solch ein Transport ist. Und es ist erst der Beginn der Reise. Was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Alles. Was heißt das? Dass wir in den Verkehrsunfall verwickelt werden, dass der Patient Probleme mit der Beatmung hat, dass der Sauerstoff ausgeht. Aber der geht nicht aus, weil die voll sind. Also von dem her ist alles gut. Ist jetzt Zeitdruck? Ja, wir fahren jetzt. Gegen 15 Uhr erreicht der Krankenwagen den Flughafen. Ein enormes Räderwerk an Logistik läuft nun an. Krankentransporter, Flughafenpersonal, die Flugzeugcrew. Alles muss nun ineinander greifen. Und immer an der Seite der Bobinger Patientin, die Notärztin aus der Klinik. Erst wenn sie die Frau an die Ärzte im Luftwaffen-Airbus übergeben hat, ist ihr Einsatz vorbei. Rund 2 Stunden dauert das Verladen der 6 Patienten, dann hebt der Airbus ab.
Es ist der erste von mehreren geplanten Flügen. Insgesamt 30 Patienten soll die Luftwaffe bis Sonntag in den Norden verlegen. In vielen Teilen Bayerns steht die Versorgung auf der Kippe. Der muss jetzt erstmal rauffahren. Das ist wahrscheinlich auch wieder leer, oder? In Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, bereiten sich derweil Professor Janssens und sein Team auf etwaige Neuankömmlinge vor. Dabei belasten auch hier Covid-Patienten die Intensivstationen, sagt der Chefarzt. Weil diese Patientinnen und Patienten sehr lange auf den Intensivstationen liegen und damit auch der Abfluss nicht gewährleistet ist, Betten lange blockiert sind und wir dadurch auch andere Versorgungsaufgaben nicht mehr so wahrnehmen können, wie wir das ja jetzt im Süddeutschland im Augenblick dramatisch erleben. Lange wird man hier den Süden jedoch nicht mehr unterstützen können, befürchtet Chefarzt Janssens. Das, was wir im Augenblick im Süden sehen, wird sich irgendwann mal auch nach NRW vorbereiten. Der einzige Vorteil hier in NRW und anderen Gebieten ist, wir haben eine höhere Impfquote. Und die Impfquote korreliert ganz eindeutig mit dem Anteil der Covid-19-Patienten, die nachher schwer erkranken. Am Abend erreicht der Luftwaffen-Airbus den Flughafen Münster-Osnabrück. Das Intensivbett, das im bayerischen Bobingen frei wurde, ist inzwischen schon wieder belegt.